Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Lieblingsformate. Wir werden uns heute damit beschäftigen, wie stark sind die Poppy Playtime Charaktere, wie bewerte ich sie und wie werden sie in unser System reinpassen. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt. Viel Spaß! Kuss und wir gehen rein. So, meine Freunde, da sind wir. Da ist meine weltberüchtigte Tierlist S bis F. Wir haben hier einmal super stark und F für voll schwach. Ich weiß, das ist nicht richtig geschrieben, aber so merke ich es mir halt. Und wir haben hier eine Menge Charaktere, die wir jetzt hier einsetzen können. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich würde jetzt einfach erstmal anfangen. Wir machen das so, dass wir erstmal eine grobe Sortierung hier reinpacken und dann halt mit Feintuning beginnen. Und wir müssen jetzt erstmal bei F für voll schwach anfangen. Ich glaube, da sollten Charaktere rein, die so an sich uns noch nichts getan haben. Und ich würde jetzt erstmal den Dino tatsächlich da reinpacken, der Bronn. Das ist ja eigentlich der Charakter im Poppy Playtime, den man so gar nicht trifft. Der halt nur mit so Sprachen da erscheint auf diesem Pappschild und den wir einmal mit so einem Kran wegpacken müssen. Aber alles an sich völlig entspannt ist. Und bei Catby eigentlich genau das Gleiche. Und ich würde sogar sagen, Boogiebot genau das Gleiche, weil Catby ist auch ein Charakter, ja, wobei, man muss jetzt einmal ganz kurz sagen, Catby ist ein Charakter, der eventuell den Hang dazu hat, völlig abzudrehen. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, dieses Pappschild, als wir das halt aktiviert haben mit Catby, da wolltet ihr immer mehr Süßigkeiten haben. Oder war das Candy Cat? Ich glaube sogar, das war Candy Cat, Leute. Okay, dann gehen wir gleich weiter auf Candy Cat ein. Dann lasse ich das, glaube ich, erstmal so, weil der Roboter an sich auch so erstmal nicht vorkommt und ja, wir halt keine Hinweise darauf haben, dass er überhaupt irgendwie bösartig ist. Dann gehen wir mal zu Candy Cat. Candy Cat packe ich einen drüber ein, mindestens, weil bei Candy Cat ist so, je öfter man auf dieses Schild drückt, desto öfter sie fängt dann an so: Oh, ich mag Süßigkeiten. Süßigkeiten. Gib mir mehr Süßigkeiten. Süßigkeiten. Wisst ihr, also das ist so, wo ich sagen würde, okay, der Charakter ist definitiv etwas gefährlicher einzustufen als die anderen, weil halt die Tendenz dazu da ist, dass der Charakter bei Süßigkeiten völlig durchdreht. Wir gucken mal weiter. Ich würde sagen, in C kommt etwas rein, wo wir der Meinung sind, ja, ist gefährlich, aber eigentlich noch nicht so, wo wenig Grusel auch dabei ist. Wenn wir jetzt halt mal so gucken, wir haben hier PJ, wir haben Poppy, wir haben Boxy Boo, wir haben Huggy Wuggy, beziehungsweise haben wir die Huggy Wuggies hier alle. Die vier müssen wir auf jeden Fall alle, also in dieselbe Kategorie natürlich stecken. Wir haben Mami Long Legs, also Mami Long Legs ist sehr gefährlich. Boxy Boo würde ich sagen halt auch. Kissy Missy ist halt ein Charakter, der uns so nichts tut, aber wahrscheinlich super gefährlich ist. Kissy Missy wäre so ein Charakter, den könnte man hier reinpacken, weil Kissy Missy kommt und hilft uns. Sie ist lieb zu uns, aber ich glaube, wenn sie so beschaffen ist wie Huggy Wuggy, ist sie schon gefährlich einzustufen. Weiterhin muss man natürlich auch noch sagen, dass ja, wir halt nicht viel wissen, was halt noch passiert, ne? Ob es in anderen Chaptern vorkommt oder so, ob es das einzige Mal war, dass sie jetzt da war. Deswegen, ich glaube, das ist erstmal ganz gut so. Wir können das später natürlich nochmal überdenken. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf den Charakter Bonzo ein. B steht für Bonzo. Seid ihr da meiner Meinung, Leute? Dann Hashtag Bonzo in die Kommentare. B steht für Bonzo. Bonzo ist gefährlich. Sieht süß aus, ist aber super gefährlich. Gerade auch dieses Minigame, was wir da haben, das ist sehr unangenehm. Deswegen glaube ich, passt Bonzo da ganz gut rein. Und ich würde sogar meine Hand dafür verwetten, dass wir diese Huggy Wuggy Charaktere eigentlich, weil die halt so klein sind und relativ easy zu besiegen sind, auch damit ansiedeln können. Das heißt, dass wir die alle da reinpacken und somit dann zwei große Parteien in B reinpacken. B steht für böse, aber eben nicht für super böse. Wisst ihr, wie ich meine? So, deswegen, ich glaube, diese vier Charaktere, weil die halt mit dem Grab Pack easy zu besiegen sind, kann man da eigentlich ganz, ganz locker reinpacken. Wir machen mal weiter. Huggy Wuggy ist jetzt so eine Persönlichkeit, man könnte ihn hier oben reinsetzen. Man könnte sagen, ja, Huggy Wuggy ist schon gefährlich. Er ist auch irgendwo süß, er umarmt ja eigentlich nur. Aber Leute, erinnert euch mal an Chapter 1, diese Vent-Scene, wo er uns hinterherläuft und so weiter, ne? Das ist schon ziemlich gruselig. Und Huggy Wuggy klettert ja auch wieder nach oben. Im Chapter 2 gab es Hinweise, Spuren, dass er geschafft hat, diesen ganzen Fall, den er bekommen hat, als er von der Brücke gefallen ist, zu überleben und wieder ins Chapter 2 zu klettern. Deswegen würde ich ihn sogar einen darüber einsetzen.
Deswegen würde ich sogar sagen, dass Huggy Wuggy außergewöhnlich ist und man sagen kann, ja, der ist absolut super gefährlich. Jetzt gehen wir mal zu meinem Lieblingscharakter in Poppy Playtime, PJ Puckypilla. PJ ist ein Charakter, der super heftig ist. Also der Jumpscare ist krass. Der Charakter an sich ist ziemlich heftig. So, er ist halt lang, ne? Er ist einfach richtig lang und er kann auch an die Decke krabbeln und sowas und sich in den Bällebad verkriechen und so. Das ist schon nicht ganz ohne. Aber trotzdem ist er halt ein Süßer. Ich hätte jetzt halt gesagt, wegen seiner Schnelligkeit, wenn man sich bewegt, ist er eigentlich ein S-Monster. Klasse S-Monster. Aber ich finde, weil er halt eben noch ein bisschen süß ist und sich halt relativ langsam bewegt, dass er natürlich nicht ganz da reinkommt und eher ein Fall für A ist. Weil wir müssen natürlich nachher auch im Vergleich sein, wer ist stärker oder gibt es jemanden, der gleich stark ist. Und da komme ich jetzt zu Mami Long Legs. Mami Long Legs ist der Hauptcharakter von Chapter 2 und die hat Riecher in einer Marmel. Die wird ja von Minute zu Minute immer schlimmer in diesem Game und je mehr Prüfungen man erledigt hat, desto mehr gibt es ja einem von dem Zugcode, damit man da endlich abhauen kann, aber desto mehr dreht die auch durch. Die ist sozusagen vom Kopf her schon mal völlig crazy. Dann der Jumpscare, übelst wild. Und die Chase-Scene, die wir mit der haben, die sind gottlos. Und man muss auch dazu sagen, ein Huggy Wuggy oder die ganzen Mini-Huggies werden gekillt. Die Bonzo wird auch von Mami Long Legs gekillt. Das lässt sie auf jeden Fall schon mal mindestens hier sein. Und der ganze Gruselfaktor an sich, den die halt mitbringt, ist eher in S anzusehen. Also das würde ich sagen, ist ein absoluter S-Charakter. Jetzt kommen wir mal zu Boxy Boo. Boxy Boo ist ein Charakter, der hat auch, also der ist auch sehr, sehr schrecklich. Und den kann man definitiv schon mal als gefährlichen Charakter einstufen. Ich finde allerdings, weil diese Musik, die ist, wenn da die Kurbel gedreht wird, ne, und dann diese Box aufgeht und so weiter, das ist schon sehr, sehr gruselig. Und vor allem sind auch diese ganzen Poppy Playtime-Mitarbeiter in Project Playtime, sieht man das zum Beispiel im Trailer, werden von Boxy Boo halt gefressen. Einfach clean und easy, komplett weggesnackt. Und Boxy Boo ist auch nicht klein. Das kommt noch dazu. Ich würde Boxy Boo allerdings nicht in S ansiedeln, weil Boxy Boo eine Schwäche hat. Boxy Boo hat ziemlich wenig Bewegungsmöglichkeiten, kann halt weit springen, aber kann eben nur weit springen. Und in diesem Moment, wo es halt dann springt, kann man easy wegkommen. Deswegen glaube ich halt, dass Boxy Boo nichts im Vergleich zu Mami Long Legs ist. Das ist einfach so, Mami Long Legs so mit Spinnenweben und alles, das ist halt einfach viel zu krass. Jetzt natürlich auch bewusst habe ich den Player noch übrig gelassen. Wir gehen erstmal auf Poppy. Poppy ist ein Charakter, der wurde von Mami Long Legs gegessen. Den können wir da oben dann schon mal nicht ansetzen. Ist Poppy überhaupt gefährlich? Müssten wir Poppy vielleicht eher hier unten reinpacken? Das Ding ist, Poppy ist eigentlich bösartig im Herzen ziemlich böse. Und gerade in der Endszene zu Chapter 2 wird Poppy ein Charakter, der doch eher was anderes noch im Schilde führt. Allerdings gibt es ein Wesen, was über all denen steht, nämlich die Klaue. Das wisst ihr ja. Von der Klaue wissen wir nicht viel, die ist jetzt hier auch noch nicht drin. Aber Poppy an sich kann man natürlich jetzt nicht so mit Mami Long Legs vergleichen, weil die wird von Mami Long Legs entführt. Poppy ist allerdings auch nett zu uns, gerade am Anfang des Spiels. Das macht sie halt weniger gefährlich. Ich würde halt sagen, sie ist der ausschlaggebende Punkt, dass der Zug halt irgendwie einen anderen Kurs nimmt. Vielleicht ist da auch noch irgendwie was anderes im Boot mit drinne. Deswegen würde ich sagen, ist sie mindestens schon mal in C anzusiedeln. Aber weil Poppy eben auch ein bisschen wie ein Psycho aussieht, also nichts für ungut, kleine Maus, aber würde ich halt sagen, passt sie sogar eher in B rein. Ne? Ihr könnt eure eigene Auflistung gerne in die Kommentare schreiben. So, dann kann ich mir das auch nochmal angucken. Würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr das seht. Aber jetzt kommen wir zu dem Charakter, dem Spieler. Der Spieler, Leute, ist ja eigentlich klein und schmächtig. Aber der Spieler hat unter anderem auch Huggy Wuggy schon umgelegt. Bonzo ausgetrickst, hat die ganzen Huggies überlebt, Poppy, die ganzen Figuren, den PJ ausgetrickst und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich ihn mindestens in A reinsetzen, weil der Spieler sehr gefährlich werden kann. Und Leute, wenn man mal überlegt, der Spieler war sogar in der Lage, Mami Long Legs in den Schredder reinzuhauen. Und deswegen
würde ich sagen, dass der Spieler sogar stärker als Mamilon Lex ist und dementsprechend ein S-Charakter. Er ist nicht unbedingt stärker, er ist vielleicht schlauer. Ich würde sagen, dass Mamilon Lex viel, viel stärker als der Spieler ist, viel, viel bessere Möglichkeiten hat. Allerdings der Spieler halt der Schlauere ist und deswegen ist das so ein ausgeglichenes Gewicht. Wir gucken uns jetzt noch mal die Gesamtbewertung an. Ich schaue jetzt einfach noch mal rein. Also mit F bin ich absolut zufrieden, das passt so. Candy Cat, da haben wir auch schon viel zu verloren. Das ist für mich auch schon völlig in Ordnung. Bei Kissy Missy, ja doch, ich denke, da sind wir auch cool mit. Die Frage ist jetzt, ist Bonzo an der richtigen Stelle? B steht für Bonzo, ich denke schon. Die Charaktere, die jetzt hier sind, diese ganzen kleinen Poppies, diese ganzen kleinen Huggy-Wuggies, das ist jetzt die Frage, ob die an der richtigen Stelle sind oder nicht eher doch ein bisschen ungefährlicher. Also ihr müsst das immer ins Verhältnis setzen. Ist der Huggy-Wuggy der Kleine so gefährlich wie ein Bonzo? Definitiv. Aber ist der Huggy-Wuggy der Kleine so gefährlich wie eine Poppy? Ich denke nicht. Allerdings müssen wir berücksichtigen, dass das Spiel von den Poppies übel schwer ist. Glaube ich sogar das schwerste Spiel in dem Game. Deswegen würde ich sagen, müssen die auf jeden Fall hier bleiben und nicht einen nach unten rutschen. Und Poppy, das ist ganz klar, die ist schon gefährlich. Die lassen wir hier auf jeden Fall drin. Wir wissen aber noch nicht, was mit ihr passiert. Auf jeden Fall lebt sie bis zum Ende. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Jetzt sind wir bei A. Huggy Wuggy gehört da für mich definitiv rein und auch nicht weiter, weil er einfach eben nicht so stark wie meine Long Legs ist und nicht so groß. Er ist gefährlich, aber das war es halt auch. Ne? Und eine Kissy Missy, die ja eigentlich von der Beschaffenheit genauso ist wie eine Huggy Wuggy, ist halt hier unten auf C. Der PJ Packepiller, mit dem bin ich auch absolut zufrieden, der bleibt da. Boxy Boo definitiv muss auch da bleiben. Und ich glaube, wenn ich jetzt so insgesamt schaue, ist die Auflistung sogar perfekt. So würde ich meine Charaktere einordnen. Falls ihr die Garten of Batman-Auflistung nicht gesehen habt, zieht sie euch auf jeden Fall mal rein. Denn das war's jetzt mit dem Video und meiner Tierlist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Und danke fürs Zusehen. Dickes, dickes Küsschen. Deno out.